Hallöchen, Hallöchen ihr Lieben, ich mache jetzt das Video mit der umgekehrten Handykamera, darum ist die Qualität nicht so gut und ich befinde mich hier, was man vielleicht schon ein bisschen erahnt, weil ich habe das schon ein, zweimal gedacht, aber nicht wirklich durchgezogen, dass ich die Rezension auch mal da mache, wo ich das Buch normalerweise lese. Bei diesem Buch bin ich noch nicht ganz fertig, aber ich habe es über Vorablesen bekommen. Es tut mir auch mega leid, dass die Kamera ein bisschen zittert. Ich habe leider kein Stativ, also so ein Dings, Hebeldings da. Und mit der Hand zittert das halt. Also, ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich habe es über Vorablesen bekommen und das ist jetzt auch schon, ich glaube, mehr als ein, also wo ich die Gewinnberichtigung bekommen habe, ist sicher schon fast 2 Monate her. Und am Lesen bin ich jetzt mehr oder weniger ein paar Wochen. Ich glaube, ich weiß es eben nicht mehr so genau, aber jedenfalls sollte ich die Rezension langsam machen. Es handelt sich nämlich hier um Dreck von Bill Buford. Und hier unten steht auch noch ein bisschen was. Genau. Vielleicht kann ich das dann im Spiegel umkehren. Das sollte ja eigentlich falsch sein. Also, es ist die quasi Fortsetzung von ihm. Ach, dieses blöde Teil hier oben. Das muss nicht auf dem Video sein. Das müsste mal weg. Da war da mal ein Regal. Ja. Es ist quasi eine Fortsetzung von Hitze und ich habe das leider nicht gelesen und mich auch nicht so viel darüber informiert. Da ging es darum, dass er in Italien Koch war, kurz gefasst. Und er ist aber gebürtig New Yorker, also Amerikaner. Und jetzt geht es um Frankreich, genauer gesagt um Lyon. Moment. Aber so ab und zu kommen dann auch noch so Vergleiche mit Italien und so. Da merkt man, dass da, also man merkt nicht, dass da mal ein Buch war, aber ja, es kommt ein bisschen was von Italien auch noch vor. So Italien vs. Frankreich quasi. Ja. Was habe ich da für eine Speere angemacht? Moment. So. Dann gehen wir gleich weiter zur Rezension quasi. Der Einstieg, ich habe mir jetzt keine Notizen gemacht und ich rede auch total frei und nicht unbedingt perfekt. Der Einstieg war mir ein bisschen schwierig. Es hatte so ein bisschen wie Szenenwechsel oder wenn man ganz genau hingeschaut hat, war es schon korrekt. Aber irgendwie so Dinge, die einem verwirrt haben, wo es einmal in der Bahn war und dann hat irgendwie Gedanken gehabt und da ging es irgendwo dahin und dann wieder hierhin und am Schluss wieder zurück in die Bahn, was mich ein bisschen verwirrt hat. Und ich meine eben, es dauert auch noch relativ lange, bis er in Frankreich ist und bis es dementsprechend spannend wird. Und es kommen dann auch viele französische Wörter drin vor, auch relativ ungewöhnliche, die mir quasi geholfen haben, noch ein bisschen Französisch zu praktizieren. So ganz französische Bücher lese ich leider eigentlich so gut wie nie. Ich habe es ein-, zweimal versucht, aber hat eigentlich nie geklappt, bis auf, ja, also ja, ein oder zwei Bücher hat es geklappt, oder in vielen nicht. Natürlich auch ist oft das Genre, das Buch selber blöd, das muss dann auch noch passen. Aber ich meine, im Englischen, um das Englische zu perfektionieren, drücke ich eher mal ein Auge zu und lese noch einfach irgendwas und beim Französischen funktioniert das irgendwie gar nicht. Ja, so viel dazu, eben solche, aber das ist jetzt glaube ich gar nicht das erste Buch, wo dann halt so Wörter eingestreut sind, das funktioniert bei mir schon viel besser.
Es hat hier auch verschiedene Abteilungen im Buch. Das möchte ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, so Kategorien und so. Es ist sehr, sehr detailliert. Eigentlich lässt es sich gut lesen. Ich habe jetzt meistens halt eben hier, wenn man nicht gerade Stunden auf dem stillen Örtchen verbringt, auch nur ein paar Sätze gelesen. Oder ich habe aber auch wenig übersprungen und es liest sich recht flüssig. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, es war vielleicht meine Schuld, dass ich jetzt halt da nicht richtig mich herangesetzt habe und da mehr gelesen habe, sonst wäre ich vielleicht auch früher fertig geworden. Aber ich würde es doch eher so empfehlen, dass man es gemächlich liest und ja, eben so kurze Stellen aufs Mal. Für mich war das zumindest perfekt so. Es ist eben sehr detailliert. Es ist bedingt ein Kochbuch, das war es in der Kategorie. Man kann sicher vielleicht auch ein bisschen was darüber lernen, auch wenn ich jetzt diese besagten Gerichte eigentlich alle nicht mache. Natürlich auch vieles mit Meeresfrüchten, aber auch anderes, was mich irgendwie noch sehr viel näher rangebracht hat, als wenn man nur ein Rezeptbuch liest. Aber man lernt eben schon sehr viel, wie es abgeht in Küche. Und wenn man Lust hat und sowas kocht, dann kann man es sicher auch nachkochen, halt einfach manchmal ohne genauen Angabe, manchmal auch schon, aber halt nicht so im klassischen Rezeptformat quasi. Eben sehr detailliert. Ich habe diesen Autor dann auch noch auf Instagram gefunden und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lang das schon her ist. Mittlerweile er hat ja seine Frau und, da steht nur Familie, zwei Söhne, ich glaube sogar Zwillinge, die aber ja, zweieiig sind. Also jedenfalls habe ich den auf Instagram gefunden, wo er ja, so mittelfiel postet, aber das ist schon noch lustig, weil die Kids sind da schon deutlich älter. Ich glaube, im Buch sind sie etwa 5-jährig, obwohl irgendwo war dann auch mal quasi mal ein Vorblick oder so. Irgendetwas reizt mich an. Also an der Stelle, wo ich gerade bin, vielleicht sage ich da noch kurz, wo ich gerade bin. Und ich glaube, vermutlich, es fühlt sich jetzt gerade so an, als könnte ich das auch gleich als endgültige Rezension machen und dann keine zweite Rezension, wenn ich fertig bin. Also eben an der Stelle, wo ich ungefähr gerade bin, geht es darum, dass er mit den Jungs versucht, so eine Passstraße, eine Gewürzstraße oder Händlerstraße oder so durchzugehen. Und da steht zuerst, dass sie sind 5, da hat es gar nicht geklappt und dann später so halb oder doch auch. Und dann ist er im Jahr von 7, also eben mit 5, mit 7 und mit 11 ist er da durchgegangen. Also so alt waren die Kinder. Ich glaube, jetzt müssten sie geschätzt etwa 15 sein. So viel älter, also auch nicht als 11. Ja, und auch das Englische ist zeitgleich rausgekommen, glaube ich. Da macht er wenig Werbung auf seinem Instagram-Kanal, aber so ein bisschen was schon. Genau, da kommt dann auch noch was dazu. Eben, ja, da hat er eben diesen kleinen Vorblick gemacht. Man weiß jetzt nicht genau, wie alt die Kinder jetzt wirklich waren, aber ganz am Anfang schon so um die 5 Jahre oder so. Er ist auch, was ich eben vorher gesagt habe, angedeutet, scheinbar ein sehr großer Fan von Geschichte und so. Und da kriegt man auch noch deutlich was mit. Auf dem Instagram-Kanal hat zum Beispiel, glaube ich, auch mal ein uraltes, nicht Rezeptbuch, aber Notizen von einem Soldat gepostet, zu denen er irgendwie gekommen ist.
Ich glaube sogar auf Deutsch oder in einem deutschen Krieg oder so, weiß ich nicht mehr so genau. Ja, also nicht so uralt, aber ja, das ist schon ein bisschen älter. Ihr wisst, glaube ich, ungefähr, in welchem Krieg es gewesen sein musste. Ja, also da, das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt natürlich in verschiedene Richtungen geschichtliche Einblicke. Im Großen und Ganzen sollte man schon, entweder sollte man Lust haben, das Ganze zu vertiefen oder sich da parallel noch ein bisschen darüber zu informieren, wenn einem irgendwas interessiert. Oder man sollte schon ein gewisses Grundwissen haben, ein gewisses ziemlich gutes Grundwissen, oder man sollte halt sich einfach damit zurechtgeben, dass man nicht ganz alles kapiert, was im Buch vorkommt. Es ist sehr auf einem hohen Niveau, würde ich sagen. Aber was ich glaube am Anfang schon mal gesagt habe oder versucht zu sagen, es lässt sich eigentlich schon ganz leicht lesen. Vielleicht also nicht gerade am Stück, sondern einfach so passagenmäßig. Übersprungen habe ich jetzt wirklich nur ganz, ganz wenige Sätze und Absätze, sondern nicht ganze Seiten. Ja, und damit bin ich jetzt eigentlich fertig. Ich zeige es euch noch mal kurz. Ich weiß gar nicht, ob ich den Rückumschlag schon gezeigt habe. Da hinten. So. Eigentlich müsste ich noch irgendwie ein. So, genau. Und wie man sieht, es hat halt so einen. Ich glaube, da sieht es gleich aus. Nein, das ist nur normal schwarz. Das hatte ich jetzt auch nicht so oft in letzter Zeit, dass ich wirklich ein Buch mit Umschlag. Das sieht aus fast wie eine Bibel, wenn es dann der Umschlag weg ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr eigentlich diese Teile da seht, die ich da extra drapiert habe. Also schaut mal, ohne Umschlag sieht es wirklich, ups, beinahe wie eine Bibel aus. So schwarz halt. Vielleicht zeige ich euch jetzt noch schnell, was ich hier hinten so drapiert habe. Das ist nicht immer hier. Ich könnte es aber auch umstellen, dass ich da die Kamera schnell ausmache.